Wenn zwei oder mehr Menschen zu gemeinsamen Themen mehr als eine Ansicht vertreten, kommt es schnell zu Konflikten. Und darin neigen wir dazu, unseren Standpunkt zu vertreten und diesen gegen den des anderen zu festigen und zu verteidigen. Bei diesem Vorgehen geht es dann schon bald gar nicht mehr darum, Argumente zu finden, die mein Gegenüber überzeugen könnten, sondern nur mehr um die eigene Position. In der Regel bemerken die Beteiligten des Konflikts außerdem nicht, dass sie gar nicht über das gleiche Thema reden, weil sie die Klärung der verwendeten Begriffe im Eifer des üblichen Gefechts außen vor gelassen haben. Auf diese Weise werden Konflikte zu der Form von Kommunikation, die allenfalls kräftezehrend und keinesfalls als konstruktiv wahrgenommen wird. Weshalb wir eigentlich darauf verzichten sollten. Denn zu gerne vergessen wir, dass wir ohne konstruktive Konflikte auch keine Lösungen finden werden, die die wirklich drängenden Probleme unserer Zeit anpacken und zum Guten wenden können. Aber wie gehen konstruktive Konflikte?